Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Bei zwei schweren Unglücken in Frankreich und Luxemburg sind heute mindestens 30 Menschen ums Leben gekommen, in der Mehrzahl Deutsche. In Nancy wurden am frühen Morgen Reisende des Nachtzuges Paris-München von einem Feuer überrascht. In Luxemburg stürzte eine aus Berlin kommende Verkehrsmaschine ab. Nur zwei der insgesamt 22 Insassen überlebten. Unter den Toten sind nach Angaben des Auswärtigen Amtes 15 Deutsche. Kurz vor 10, nur wenige Minuten vor der Landung auf dem Luxemburger Flughafen, stürzt die Maschine vom Typ Fokker 50 auf freiem Feld ab. Der Pilot meldet beim letzten Funkspruch keinerlei Probleme. Nur dichter Nebel erschwerte die Landung. Experten schließen ihn als Unfallursache jedoch aus. Landungen bei schwierigen Wetterverhältnissen seien am Luxemburger Flughafen keine Seltenheit. Von den 22 Passagieren überleben nur zwei, einer davon der Pilot der Maschine. Einer der Verletzten hat mir auch mit den eigenen Augen in die Richtung gezeigt. Und da habe ich die Schreie erst gehört und dann wollte ich direkt rein. Dann zischt es plötzlich. Am Nachmittag kurz Gerüchte von einem möglichen Terroranschlag. Dann verdichten sich Hinweise, dass ein Vogelschwarm die Ursache ist. Auch Verkehrsminister Stolpe besucht die Unfallstelle. Die Maschine kam aus Berlin. Unter den Opfern auch 15 deutsche Passagiere. Es ist ein verheerendes Unglück und ich muss sagen, es hat Deutschland und Luxemburg getroffen. Wir sind hier sozusagen in einer Schicksals- und Trauergemeinschaft. Die Räumungsarbeiten werden morgen bei Tageslicht fortgesetzt. Noch immer hält das Rätselraten über die Unfallursache an. Zurzeit werden die Opfer in einer Halle nahe des Unfallortes aufgebahrt. Morgen sollen laut Innenministerium die Angehörigen der Opfer nach Luxemburg geflogen werden, mit einer Sondermaschine, unter anderem auch, um die letzten Opfer zu identifizieren. Bei dem Zugunglück in Frankreich kamen insgesamt 12 Menschen ums Leben, 3 der Opfer sind Deutsche. Der Nachtzug war gestern Abend in Paris losgefahren und auf dem Weg nach München. In Nancy entdeckten Bahnmitarbeiter Rauch in einem der Schlafwagen. Auch ein sofortiger Notstopp konnte das Unglück nicht mehr verhindern. Eine Rose am Gitterzaun der Straße und Bahndamm im ostfranzösischen Nancy voneinander trennt. Eine grüne Markierung an der Stelle, an der der D-Zug 261 Paris-Wien heute Morgen zum Stehen kam. Da war der Zug bereits mehr als 3 Stunden unterwegs, ohne Halt. Niemand weiß, wann das Feuer im ersten Schlafwagen des Nachtzuges ausbrach. 2 Abteile brannten lichterloh, als die ersten Retter an der Unglücksstelle eintrafen. Da waren 12 Reisende schon tot. Die Deutsche Bahn hat auf Brandmelder in ihren Schlafwagen bewusst verzichtet. Das ist bei diesen Schlafwagen Gott sei Dank nicht nötig, denn wir haben den besten Rauchmelder da drin, den es gibt. Wir haben nämlich in diesem Schlafwagen und für jeden Schlafwagen einen eigenen Schlafwagenbegleiter. Und der ist in der Nacht jederzeit wach und der sitzt auf einem sozusagen in Ruhe, in einem Sitz, der sich im Gang befindet. Der hat also jederzeit den gesamten Gang und das Fahrzeug unter Kontrolle. Auch über die Ursache für das verheerende Feuer herrscht noch Rätselraten. Aus Deutschland und Paris sind Brandexperten nach Nancy gereist, die Gründe ermitteln sollen. Vermutet wird unter anderem ein Kurzschluss in der Schaltanlage des Waggons, der erst vor 3 Jahren von Grund auf modernisiert wurde. Die Züge hier im Bahnhof von Nancy rollen wieder. Am Nachmittag wurde die Strecke für den Verkehr wieder freigegeben. Es wird wohl noch einige Zeit dauern, bis die Behörden wissen, warum der D261 in der letzten Nacht den Bahnhof von Nancy nicht mehr erreichte. Mehr zu den Unglücken sowie die Nummern der Infotelefone für Angehörige und Bekannte erfahren Sie unter www.tagesschau.de. Die FDP hat offenbar auch für den nordrhein-westfälischen Wahlkampf 2000 illegale Spenden erhalten. Bundesschatzmeister Rexroth musste heute in Berlin einräumen, dass die Herkunft von rund 1 Million Mark ungeklärt sei. Das habe eine Überprüfung der Konten des Landesverbandes ergeben. Die FDP war damals mit dem Spitzenkandidaten Möllemann die Rückkehr in den Landtag gelungen. Schwierige Mission. Der Bundesschatzmeister der FDP muss schon wieder... Sünden seiner Partei verkünden. Der Rechenschaftsbericht für das Jahr 2000 müsse korrigiert werden. Anonyme Wahlkampfspenden, so das Eingeständnis. Es gibt erhärtete Hinweise darauf, dass im Jahre 2000 auf Konten des Landesverbandes Gelder geflossen sind, deren Herkunft nicht klar erkennbar ist, deren Herkunft mehr als zweifelhaft ist.
Es geht um bis zu 1 Million Mark Spendengelder aus Möllemanns aufwendigen und erfolgreichen Landtagswahlkampf 2000 in NRW. Die angegebenen Spendernamen ließen sich keinen Personen zuordnen, ebenso wie beim umstrittenen Faltblatt in diesem Jahr. Der NRW-Vize und mögliche Anwärter für den dortigen Parteivorsitz beklagt deshalb ein System Möllemann. Nun sei es kein Einzelfall mehr. Alle, die sich an diesem System Möllemann, ihr natürlich als Hauptperson, beteiligt haben, müssen Konsequenzen ziehen. Ich fordere Möllemann auf, die Partei zu verlassen. Das ist der einzige Dienst, den er uns jetzt noch erweisen kann, und den Schaden der Partei zu ersetzen, der dadurch entstanden ist. Der Schaden noch unklar, zügig aufklären, die Devise. Und deshalb Hoffnung beim Schatzmeister, dass der Bundestagspräsident auf eine hohe Geldstrafe nach dem Parteiengesetz verzichten könnte. Den finanziellen Schaden will die FDP abwenden. Beim politischen Schaden wird es wohl schwierig. Wer hat da wie mitgespielt? Und wer weiß, was noch auf den Tisch kommt, etwa wenn Möllemann nach seiner Genesung redet. Ministerpräsidentenwahl in Nordrhein-Westfalen und Mecklenburg-Vorpommern. Im Landtag in Düsseldorf erhielt Peer Steinbrück heute 2 Stimmen mehr, als die rot-grüne Koalition Sitze hat. Und in Schwerin stimmten exakt so viele Abgeordnete für Harald Ringsdorf, wie das Bündnis aus SPD und PDS Stimmen im Landtag hat. Der letzte große Prozess um die Todesschüsse an der innerdeutschen Grenze muss neu aufgerollt werden. Der Bundesgerichtshof in Leipzig hob heute die Freisprüche für die früheren Mitglieder des DDR-Politbüros Lorenz, Böhme und Häber auf. Begründung: Es gebe eine ununterbrochene Verantwortungskette vom Politbüro bis zu den Grenzsoldaten. Das Jahrhunderthochwasser hat offenbar deutlich weniger Schäden zurückgelassen als zunächst befürchtet. Die Bundesregierung legte heute eine vorläufige Bilanz vor. Danach beläuft sich der Gesamtschaden auf rund 9,2 Milliarden Euro. Schätzungen waren zunächst von bis zu 20 Milliarden Euro ausgegangen. Der Gasthof zum Dampfschiff im sächsischen Pirna. 2 Wochen nach der Flut sah die Gaststube so aus, und es werden noch Monate vergehen, bis hier wieder Speisen serviert werden, die Mauern noch viel zu feucht zum Renovieren. Das gilt für viele Häuser entlang der Elbe. In Sachsen entstanden 2/3 der Flutschäden, weiß Brigitte Zypris, die Leiterin des Krisenstabes, mittlerweile Bundesjustizministerin. Dort sind ungefähr 6 Milliarden Euro an Schäden entstanden. Das nächste geschädigte Land ist Sachsen-Anhalt. Der Bund hat Schäden an seinen Straßen und Einrichtungen von etwa 1,6 Milliarden Euro. Erleichterung im Bundesfinanzministerium, dass der Schaden nur halb so hoch ist wie anfangs befürchtet, denn die jetzige Summe entspricht ziemlich genau dem Betrag, der durch die Verschiebung der Steuerreform hereinkommt. Den Flutopfern stellt der Bund insgesamt 7 Milliarden Euro bereit, 1/10 davon wurde schon überwiesen. Die Anträge aber müssen vor Ort gestellt werden, und das klappt anscheinend immer noch nicht perfekt. Wir haben manchmal den Eindruck, dass die Menschen vor Ort immer noch nicht hinreichend darüber informiert sind, dass sie Geld bekommen, sowohl für den Wiederaufbau und die Renovierung ihrer Häuser als auch für die Gewerbebetriebe. Und ich möchte gerne diese Gelegenheit nutzen, auch noch mal zu appellieren: Gehen Sie zu Ihrer Gemeinde, gehen Sie in Sachsen zur Sächsischen Aufbaubank und holen Sie sich da das Geld, das Ihnen zusteht. Wer die Flut überstanden hat, soll vor Formularen nicht kapitulieren, heißt die Berliner Ermutigung. Die Republikaner haben die Wahlen zum US-Kongress für sich entschieden. Die Partei von Präsident Bush sicherte sich die Macht im Senat und baute auch im Repräsentantenhaus ihre Vormachtstellung aus. Die Demokraten konnten von der Unzufriedenheit vieler Wähler mit der Wirtschaftsentwicklung nicht profitieren. Im Bundesstaat Minnesota dauerte die Auszählung bis heute Vormittag. So knapp war der Ausgang. Der prominente Verlierer, der ehemalige Vizepräsident Walter Mondale, sieht in seinem Fall und im ganzen Land George Bush als wahren Gewinner. Der Präsident hat einen großen Sieg errungen. Normalerweise verliert die Partei des Präsidenten bei den Zwischenwahlen. Diesmal gab es den Trend in die andere Richtung. Der Präsident hat jetzt auch im Kongress ein Mandat, und die Öffentlichkeit wird das akzeptieren. Jetzt bloß keine Triumphgefühle zeigen, scheint das Motto im Weißen Haus zu sein. Präsident Bush tritt heute gar nicht vor die Kameras. Er überließ es seinem Sprecher, die Ergebnisse zu kommentieren. Der Präsident ist ermutigt von den Ergebnissen und freut sich auf einen Kongress, der mit ihm zusammenarbeiten will. Er ist schließlich Präsident geworden, um Dinge anzupacken, um Amerika und die Wirtschaft sicher und stark zu machen. Im Januar nimmt der neue Kongress offiziell seine Arbeit auf. Aber die republikanische Ära hat heute begonnen.
Präsident Bush hat nun einen fast beispiellosen politischen Spielraum, um seine Ziele zu erreichen. Das gilt für den Krieg gegen den Terrorismus. Aber auch in der Wirtschaftspolitik hat er bei den von ihm geplanten massiven Steuererleichterungen kaum Widerstand zu erwarten. Ebenso wenig bei der Ernennung konservativer Bundesrichter. Selbst der Übervater der Republikaner, Präsident Reagan, hatte in den 80er Jahren nicht so viel Macht. Die Bundesregierung beteiligt sich auch in Zukunft mit bis zu 3.900 deutschen Soldaten am Antiterrorkampf. Das Kabinett verlängerte heute das Mandat für die Operation Enduring Freedom. Dazu gehört auch der Einsatz des Kommandos Spezialkräfte in Afghanistan. Die Zustimmung des Bundestages zu dem Beschluss gilt als sicher. Prozessauftakt im Mordfall Julia. Der Angeklagte Thorsten V. hat am ersten Verhandlungstag alle Tatvorwürfe zurückgewiesen. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Verwaltungsangestellten Mord, versuchten sexuellen Missbrauch und schwere Brandstiftung vor. Der mutmaßliche Täter habe Ende Juni 2001 die 8-jährige Julia verschleppt und versucht, sie sexuell zu missbrauchen. Dann soll er sie mit einem schweren Gegenstand erschlagen und die Leiche im Wald verbrannt haben. Bei einer Explosion in seinem Keller hat sich der Angeklagte schwere Brandverletzungen zugezogen. Es wird vermutet, dass er Beweismaterial vernichten wollte.